bin darauf richtig betrübt geworden und heute hätte ich eine Passage von Faust. Doch, Faust ist traum. Es ist spät in der Nacht. Faust ist allein in seinem großen Spielzimmer. Wohin man sieht, überall sind Bücher. Faust ist ein wichtiger Mann. Er ist Doktor, er ist Professor. Man kennt ihn in Stadt und Land. Man will seine Meinung hören. Man bittet um seinen Rat. Die Studenten kommen von überall her und wollen von ihm lernen. Dr. Faust kann mit sich und mit der Welt zufrieden sein. Ist er denn wirklich zufrieden? Faust ist in seinem Studierzimmer. Er spricht mit sich selbst. Vor vielen Jahren hatte ich einen Traum. Ich wollte alles verstehen. Wenn man alle Bücher liest, dann kann man die Wahrheit finden. So hast du doch gedacht, oder? Ja, ich habe Tag und Nacht gelernt, studiert, gearbeitet. Ich hatte keinen Urlaub, keine Pause, keine Freizeit. Du wolltest deinen Traum nachmachen. Du wolltest den Schlüssel zu allem wissen. So ist es. Mein ganzes Leben war nur Wissenschaft. Aha, und was weißt du jetzt? Eine Menge. Ach komm, rede keinen Quatsch. Du bist so dumm wie am Anfang. Die Leute sehen das anders. Ha, die Leute. Sie nennen mich einen großen Wissenschaftler, ein Genie. Und warum? Weil es stimmt vielleicht? Nein, weil sie noch dümmer sind als du. Ich bin nicht dumm. Dann sagt sie mir doch die Wahrheit. Dankeschön, tschüss.